Licht kann sich durch Vakuum mit der höchsten Geschwindigkeit fortbewegen, die man jemals erreichen kann. Aber das ist immer noch eine endliche Geschwindigkeit. Das bedeutet, dass es eine Weile dauert, bis Lichtstrahlen sich von einem Punkt im All zu einem anderen bewegt haben. Die Lichtgeschwindigkeit durch den Raum beträgt ungefähr 300.000 Kilometer pro Sekunde. 300.000 Kilometer ist ungefähr die Entfernung von der Erde zum Mond. Das Licht braucht also ungefähr eine Sekunde, um vom Mond zur Erde zu reisen. Wenn wir zum Mond schauen, sehen wir, was vor ungefähr einer Sekunde dort war. Wer hat noch nicht über Zeitreisen nachgedacht? Die endliche Lichtgeschwindigkeit ermöglicht es uns, in der Zeit zurückzuschauen. Wenn wir ins Weltall hinaussehen, brauchen wir nur zu warten, bis das Licht von entfernten Orten uns erreicht und zeigt, wie es war, als das Licht seine Reise begann. Leistungsfähige Instrumente wie Hubble machten es möglich, weiter hinaus und weiter zurückzusehen, als es jemals vorher möglich war. Was Kosmologen sehen, ist einfach verblüffend. In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts entdeckte der Astronom Edwin Hubble, dass die meisten Galaxien sich von uns wegzubewegen scheinen, mit einer Geschwindigkeit, die proportional zu ihrer Distanz ist. Je ferner eine Galaxie, umso schneller scheint sie sich von uns wegzubewegen. Das ist auf die Expansion des Weltalls zurückzuführen. Diese Expansion begann mit einer gewaltigen Explosion vor Milliarden Jahren, die als Urknall bezeichnet wird. Die Expansionsgeschwindigkeit ist der Schlüssel zur Abschätzung von Alter und Größe des Universums. Diese Geschwindigkeit wird als Hubble-Konstante bezeichnet. Das Alter und die Größe des Universums können abgeschätzt werden durch das Umdrehen der Expansion, bis alles zu diesem unendlich kleinen Energiepunkt zusammengepresst ist, aus dem das heutige Universum hervorging. Die wichtigste wissenschaftliche Rechtfertigung, um Hubble zu bauen, war die Bestimmung der Größe und des Alters des Universums. Das Streben danach, die Hubble-Konstante genau zu bestimmen, wurde vom Key Project Team geleitet, einer Gruppe von Astronomen, die Hubble verwendeten, um entfernte, genaue Eissterne zu suchen. Eine spezielle Sternklasse, die veränderliche vom Typ Delta Cephei genannt werden. Cepheiden haben sehr stabile und vorhersehbare Helligkeitsschwankungen. Die Dauer dieser Variationen hängt genau von den physikalischen Eigenschaften des Sterns ab, die verwendet werden können, um ihre Entfernungen sehr genau zu bestimmen. Aus diesem Grund sind diese Sterne unter der Bezeichnung Standardkerzen besser bekannt. Cepheiden wurden als vertrauenswürdige Trittbretter für Entfernungsbestimmungen zu Supernovae verwendet, die viel heller als Cepheiden sind und deshalb in viel größerer Entfernung noch gesehen werden können. Hubble hat das Licht von Supernova-Explosionen viel genauer gemessen als irgendein anderes Instrument, hauptsächlich wegen seiner hohen Auflösung. Ein von der Erde aus aufgenommenes Bild einer Supernova vermischt sich normalerweise mit dem Bild ihrer Heimatgalaxie. Hubble kann das Licht der beiden Quellen unterscheiden. Cepheiden und Supernovae haben einen Maßstab für die Dimensionen des Universums geliefert. Heute kennen wir das Alter des Universums viel genauer als jemals zuvor. Ungefähr 14 Milliarden Jahre. Viele Jahre lang haben Astronomen diskutiert, ob die Expansion des Universums in entfernter Zukunft stoppen würde und das Universum in einem feurigen großen Kollaps zusammenfällt, oder ob es immer langsamer werdend weiter expandieren wird. Kombinierte Beobachtungen von fernen Supernovae mit Hubble und den besten Teleskopen auf der Erde wurden verwendet, um Entfernungen dieser Supernovae zu messen. Und es sieht so aus, als ob die Expansionsbewegung unseres Weltalls nicht langsamer wird. Stattdessen scheint es, dass sie schneller wird. Als Hubble verwendet wurde, um zu messen, wie sich die Expansion des Weltalls mit der Zeit ändert, kam ziemlich überraschend heraus, dass während der ersten Hälfte der kosmischen Geschichte sich die Expansionsgeschwindigkeit tatsächlich verlangsamte.
Danach brachte eine rätselhafte Kraft, eine Art Gegengravitation, das Universum dazu, das Gaspedal zu drücken. Damit wurde die Beschleunigung, die wir heute sehen, gestartet. Das deutet auf ein außergewöhnliches Schicksal des Universums hin, denn die Gegengravitationskraft wird offenbar die ganze Zeit stärker. Wenn das so weitergeht, wird sie schließlich die gesamte Gravitation überwältigen und das Universum in eine superschnelle Beschleunigung katapultieren, die alles in seine Bestandteile zerfetzen wird. Kosmologen haben diesem Albtraum-Szenario den Namen gegeben Big Rip, der große Riss.